Ja, Hallöchen, mein Lieben, und willkommen zu einem kleinen, was ist ein kleinen, mehr oder minder größeren. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, also erstmal ist das ein Teil von dem neuen LP. Und zwar habe ich ja in der letzten Zeit Nintendo Games gebracht. Ich muss mal kurz das Licht anmachen, weil es schon so dunkel. So, ich hoffe nur, man hört den Kühlschrank im Hintergrund nicht. Aber das Mikro sollte es eigentlich relativ gut rausfiltern. So, also ich weiß ja nicht, wann ihr das erstmal diesen Start-up-Sound gehört habt. Ich habe mir tatsächlich mal Mühe gemacht und habe mir einen Emulator für alte PCs besorgt. Das Ding nennt sich PCEM. Ist in der Version 17. Und damit kannst du quasi eine alte Maschine, einen alten PC emulieren, komplett mit allem. Dann ist es zum Beispiel ein Gigabyte GA-686, nee, oder? Warte mal. Gigabyte GA-686BX mit einem Pentium 2300 und einer Voodoo 300 Grafikkarte, oder glaube ich, war das. Also für meine Zwecke eigentlich komplett behindert und eigentlich voll over the top, weil damit kannst du 3D-Spiele spielen. Der Ding ist allerdings, dass ja, ich habe mit Tutorial mir gesucht, nachdem ich ewig lang, irgendwie so 2 Stunden oder so, erfolgreich versucht habe, Windows 98, erst wollte ich Windows 95 haben, habe dann das gar nicht zu laufen gekriegt über eine VirtualBox, und dann habe ich Windows 98 probiert. Das hat auch nicht funktioniert über die VirtualBox. Und habe mir dann gedacht, gibt es noch irgendwie, gibt es nicht irgendwie noch Emulatoren, die einfach nur PCs emulieren? Ja, gibt es. Und da habe ich mir ein Tutorial gesucht, wie ich Windows 98 zum Laufen kriege. Und es ist gar nicht so kompliziert. Und man findet auch Kopien von Windows 98 online tatsächlicherweise. Ich gebe jetzt keinen Links raus oder so. Also das ist jetzt keine Original Windows 98 CD, weil erstens habe ich in dem Rechner, also ich habe zwar theoretisch ein CD-Laufwerk drinne, oder ein DVD-Laufwerk. Ich glaube, das ist, nee, das ist, glaube ich, kein Blu-ray-Laufwerk, sondern ein DVD-Laufwerk. Aber ich habe keine Lust mehr, extra jetzt eine Windows 98 CD dafür zu besorgen und zu bestellen, wenn man das eh online findet. Und ganz ehrlich, Microsoft verdient doch eh nichts mehr mit Windows 98. So. Das Ding hat jetzt halt auch Sound, wie man mitbekommen hat. Das hat eine 3DFX Voodoo-Grafikkarte mit Treiber innen drin. Hier ganz normal. Das Ding hat auch momentan, wobei ich sagen muss, dass die Aufnahme von OBS ein bisschen unschärfer ist irgendwie als die vom, als das eigentlich der Emulator ist, weil ich sehe gerade schon einen krassen Unterschied. Hier kann ich auch schon 1280x1024 Pixel einstellen als Auflösung. Höchst, was geht. quasi HD-Grafik könnte man sagen. Aber was bringt mir das Ganze, wenn ich einfach das Ganze nur für Epic Games 95 spielen nutzen möchte? Ja, ich habe es noch nicht mit fertigen Spielen getestet, aber der Epic Games 95 funktioniert. Und zwar bisher ohne Probleme. Wir können dann mal das Startprojekt einfach mal öffnen. Ich habe auch nur eine Festplatte. Ich muss nur gucken, ob ich vielleicht nicht auch eine Idee irgendwie einrichten kann, dass ich da die ganzen Spiele draufballer. Die C ist übrigens 30 GB groß. Also ich glaube, so schnell sollte uns der Speicherplatz nicht ausgehen. Bei Windows 98 selbst, die Spiele waren ja damals nicht wirklich groß. Dementsprechend recht, Epic Maker für 90 Spiele. So, und ich habe da immer noch die im CD-Laufwerk habe ich immer noch die Installationsdisk drin. Muss ich irgendwann demnächst mal raustun oder so. So, Spiele, New Game. Das ist, also beim Epic Maker 95, ich weiß, den hatte ich glaube schon mal gezeigt, aber beim Epic Maker 95 ist es ja so, dass du
nicht einfach so ein neues Game machen kannst, sondern du musst da irgendwie ein Template benutzen, warum auch immer. Und dann habe ich einfach mal irgendwie eine Startding, dass ich einfach nicht auf Wasser stehe und dann kann ich ja Test Start klicken und habe ja auch Vollbild und kann hier ganz normal spielen. Das funktioniert auch ordentlich, weil ich hier gerade irgendwie nicht klicken kann, sondern irgendwie normalerweise sollte er eigentlich auch ach jetzt macht das, warum auch immer. Also ich muss gedrückt halten, warum auch, oder was ich. Keine Ahnung, warum das nicht so ganz funktioniert. Egal. Ich steuere eh meistens mit Maus und Tastatur. Also mit Tastatur. So. Es funktioniert soweit ganz gut. Und ich habe auch nicht mehr diese komischen Grafik-Glitches hier, die wir ja damals hatten bei Game Maker 95 Spielen. Einfach weil es halt über Windows 98 läuft. Und Windows 98 auch ordentlich läuft mit Game Maker 95. Ich weiß gar nicht, welche RPG Maker theoretisch laufen noch laufen würden. Wahrscheinlich vielleicht noch bis zum XP höchstens, hätte ich gedacht. Müsste ich mal testen, aber XP spielt auch eh schon auf Windows 10 noch ordentlich. Also braucht man halt wirklich nur für Windows 95. 2000 funktioniert auch inzwischen über den Easy RPG Player, aber für Windows 95, Windows 90, RPG Maker 95 Spiele brauchen wir halt immer noch die Dinge hier. Safe Game könnte man dann hier, ja, und der läuft halt, na gut, das gibt halt ein bisschen Grafik-Glitches, aber egal, das ist nicht so schlimm. Das ist halb so wild. Hauptsache, das Spiel läuft. So, das wollte ich euch nur mal zeigen. Exit. Und funktioniert auch alles mit Exit ganz normal ohne irgendwelche Grafik-Glitches und irgendwelche großen Veränderungen von der Auflösung oder so ein Schmarrn. Ja, ich werde mir jetzt ein paar RPG Maker 95 Spiele runterladen, die ich noch nicht gemacht habe, und werde die mir hier draufziehen. Weil das Ding ist, ich kann das tatsächlich. Also es ist ein bisschen minimal umständlich, das Ding quasi zu befüttern, die Festplatte. Weil du kannst es natürlich nicht einfach so in den Sachen in den Emulator quasi reinziehen auf die Festplatte. Das funktioniert nicht. Du hast auch eine virtuelle Festplatte halt auch wirklich in dem entsprechenden Dateiformat. Ich habe nur das Problem, ich kann die nicht normal mounten wie irgendwie alle anderen Leute. Das können über den Explorer. Ich muss das über die Datenträgerverwaltung machen und muss dann da quasi dann dem sagen, dass er die mounten soll. Und warum auch immer. Und muss dann auch wieder die mounten, damit der Emulator darauf zugreifen kann, weil sonst hat er nämlich das Problem, dass er natürlich, weil die dann gerade gesperrt ist, nicht darauf zugreifen kann und dann sagt, es ist keine Festplatte vorhanden. Gib mir bitte eine Festplatte. Ansonsten funktioniert alles hier. Ich habe bloß keinen Internetzugriff, weil ich keine Netzwerkkarte eingestellt habe. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob das von dem Emulator funktionieren würde, ins Internet zu gehen. Ich glaube nicht. Und dann lass mal einfach bleiben. Deswegen nehmen wir es einfach als uralten, schönen, kann ich ja eigentlich ein Hintergrundbild. Ja, kann ich tatsächlich. Gibt einen blauen Loppen, Dreiecke. Kann ich mir hier. 98 Wellen nebeneinander strecken. Das ist ekelhaft. Boah, Alter, dieses ekelhaft. Schwarzes Geflecht. Kugeln kreisen. Was nehmen wir denn? Ich muss mir dann noch irgendwann noch ein paar. Oh Gott. Blaue Noppen. Was ist denn übernehmen? Das ist alles hässlich. Dreiecke. Nee, Handtritt. Boah, das ist ja noch hässlicher. Kacheln. Das ist einigermaßen erträglich hier, glaube ich, oder? Kreise, Kugeln. Nee, das ist hässlich. Schwarzes Geflecht. Das ist einigermaßen fürs Auge erträglich. Immer das meiste ist im Hintergrund. Muss ich mir vielleicht immer ein paar Bitmap-Dateien. Ich habe das noch als Bitmaps hier, ne? Ja. Hintergrunddateien. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da müsste ich mal googeln, weiß ich nicht. Ich habe schon ewig lange mit Windows 98. Also das letzte Mal, dass ich Windows 98 benutzt habe, ist wirklich noch. Das müsste irgendwann die frühen 2000er gewesen sein.
Sogar noch, ich bin relativ spät auf Windows XP umgestiegen. Ich hatte ja damals die Computer mit Spielen mehr regelmäßig geholt und irgendwann da war der Demos drauf, die gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt schon Windows XP. Also funktionieren wir nicht mehr. Und dann dachte ich mir, fuck, jetzt musst du deine Mutter anflehen, dass sie Windows XP drauf macht. Jetzt brauche ich ja Windows XP auf einmal. Also, das waren noch Zeiten, ey. So, ja, ich werde jetzt, ich musste übrigens mit SG und Ente gar nicht meinen Bildschirm, meinen Maussage quasi, ne, entsperren und werde mir jetzt mal ein paar Spiele draufziehen und mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Sollte eigentlich, wir schauen aber mal. Und rein theoretisch kann ich auch wirklich alte Windows 90, 98 Spiele mir irgendwie ziehen. Ich muss nur gucken, wie ich die installiert bekomme. Rein theoretisch könnte ich mir irgendwo ISO-Dateien besorgen, könnte die in das Ding mounten, glaube ich. Und, ah ja, stimmt, ich kann hier rein theoretisch Images auch loaden, ne? Und muss ich mal testen, ob das funktioniert soweit. Ich könnte mir auch irgendwann mal so wirklich alte Spiele, die dann auch, die vielleicht noch nicht auf GOG gibt, oder ich weiß es noch nicht. Also gibt's, das macht jetzt auch echt viele Möglichkeiten. Ich habe ehrlich gesagt auch wirklich Bock drauf, das zu machen. Ganz ehrlich. Nicht allein schon der LBGM Mega 95, aber auch allein so alte Spiele und sowas. Damit zu spielen auf so einem emulierten alten Pentium 2. Das könnte schon Spaß machen. Mal gucken. Ich ziehe mir erstmal bei LBGM Mega 95 Spiele. Bis dann. So, meine lieben Leute, da bin ich wieder. Jetzt wird es interessant, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Denn jetzt habe ich mir ein paar Spiele runtergeladen und habe mir das auch in Unterordner her erstellt auf der Festplatte. Oder, das ist eigentlich schon die richtige Festplatte, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde das so, ich fand das echt voll lustig und wo ich das Ding halt eingerichtet habe, halt so diese ganzen alten Screens wieder so sehen, so mit der Windows-Installation und mit ja, Details mit, oh Gott, das war ja noch die Ansicht damals, oh mein Gott, oh mein fucking Gott, ist das alt, Alter. Ich bin alt. Oh, kann ich mir auch gar nicht mal richtig daran erinnern, ist schon ewig lang her, dass ich Windows 98 gearbeitet habe. So, ja. Weil diese alten Windows 95 ja schon, Windows 98 Installationsbildschirm zu sehen, das war halt echt schon irgendwo nostalgisch, ne? Und halt diesen Sound immer, diesen Startup-Sound zu hören, oh, richtig Nostalgie, ganz ehrlich. Also, wir waren, glaube ich, im Mist Revisited stehen geblieben und das hat nicht auch nicht funktioniert, das Spiel. Weil, ja, ne, wegen, Windows, neue Windows und so. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob es jetzt funktioniert. Gucken wir mal. Sollte ja eigentlich, weil es ja jetzt ordentlich Windows 98 ist. Und auch nicht funktioniert. Dementsprechend. Ah, ist das schön. New Game, Open Game. Ja. Kann ich auch so steuern. Ja. Ist raus und raus. New Game. So. On your hero lives in an undeniable state of existence, mystical revisited. Mach's noch ein bisschen lauter bei mir. So. Mystical Revisited. Mein Programming Design done by Xander. Das kann ich schnell genug lesen. Super. Mystical is a trademark of Psychosoft. Aha. How goes things, Captain Ark? Not really, Sailor. It looks like we are in for a storm. Yeah, I noticed the clouds wasn't true. It looks to be a whale of a storm. Captain, der Wind is picking up. Kann ich nicht lesen, schnell genug. Well, mates, this looks like I'll be prepared for it. I can hold the wheel, she's out of my control. Heaven help us all! Okay. What happened? Huh? Wo am I? Where am I? Und das kann ich steuern. Ja, okay. Gut. Ich hoffe, dass es von der Lautstärke einigermaßen in Ordnung geht.
Sollte aber eigentlich, und ich finde es echt cool, dass der OBS das auch einfach aufnimmt. Auch ohne irgendwelche Spirenzien und so einen Scheiß. Das finde ich echt super. So, und jetzt haben wir. Ah ja. Oh, das ist so viel angenehmer. Wisst ihr eigentlich, wie angenehmer das ist, wenn man. Wenn man diese Fenster ordentlich hat und nicht irgendwelche komischen. Bei den neuen Windows-Versionen habe ich ja das Problem gehabt, ist dadurch die Auflösung und den ganzen Scheiß. Wenn ich das Escape gedrückt hätte, hätte ich dann irgendwie so Grafik-Glitches. Aber hier habe ich das zum Glück nicht. So. Ja. Aber ich muss sagen, welcome to the great dessert. Great dessert. Der ist ja nicht, das ist das Russische, ich weiß. Greetings, Ark. I am the Wizard Gandalf. Fängt auch schon mal gut an. Soon they will write a chapter of history in which this world has never seen. Destroy Anarchy before it can destroy your world. Okay. Perhaps one day we'll meet again. Ark, that's my name. I think I can remember. Blob. Ja, okay, wir haben Tonix. Kann ich da irgendwas mitmachen? Kann ich hier untersuchen? Nee, ne? Ich glaube, das ging hier noch nicht. In dem Maker. Haben wir Magic, wir haben Cure, das heißt wahrscheinlich AP. So, Equipment haben wir nicht. Super. Wir haben ein Short Sword. Okay. Na gut. Super, Kampf. Fight. Minstrein wird Slime. Okay. Okay. Aua. Arschloch hier. Okay. Okay, Level up, Level. Okay. MP für Sinn, MP. Attack in Speed. Attack Power, Death Power. Aha, okay. Monster Drop something. Tonic Hotel, danke. Okay. Aber ich habe auch wenigstens diese ekligen langen Ladezeiten, wenn ein Kampf beginnt. Das war auch. Ich habe immer noch eine Sekunde, aber das ist nicht so schlimm. In Pentium 2 sollte das eigentlich irgendwie gerobbt kriegen, denke ich mal. So. Eisamieren. Aber irgendwie habe ich das nicht mal gebracht, das Spiel irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Sure, I'll go with you. Some old wizard had a look for you. Besides, you need someone to protect you from all the scary monsters. Oh, and don't forget to talk to everyone, kid. And make sure you talk to them several times. They might have something different to say. Leon has joined the party. Okay. Was bist du denn? Du hast auch nur ein Short Sword. Eigentlich nur ich. Also, wir eins hast mehr HP. Du hast noch ein bisschen mehr Angriff, du hast ein, ich bin schneller als du, okay. Mhm. Na gut. Was bist du denn? I'm not an adventurer, but I love to socialize. My pal here, Leon, has been called by a wizard to defeat some monster. He will go with you. Random. I would suggest that you head south to the town and get some decent armor and weapons. Okay, muss ich wahrscheinlich reiten. Supi. Die Frau steht auf der Wand. Barmaid. Welcome to the Oasis Tavern, the best in all the desert. Here, have a drink on the house. It will recover your HP and MP. Ah, okay. I'm busy. No way you can make me go out there. Okay, also sagt er nichts. Okay, das heißt jetzt wahrscheinlich reiten, ne? Supi. Sehe ich denn eigentlich hier nur, ach da Level up, heißt 20, ich brauche noch 20 oder heißt das bei 20, nee, ich war wahrscheinlich, ich brauche noch 20, oder? System, Fullscreen, Runtime Version, System. Runtime Routine Version 1.03, Game Exit from RPG Maker 95+, das ist doch mega geil. Copyright 1997 bei ASCII Corporation, Copyright 1997 bei You and Sooner, Alright Deserved. Okay, also das muss ich hier bestätigen, ja? Okay. So. System. App Game.
Test Save. Aha. Ich will die ganze Zeit hier auf Nummerblock drücken, aber der unterstützt kein Nummerblock. Als damals noch kein Nummerblock gab. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich will mal eben ganz kurz hier rausgehen. Und dann würde ich sagen, werde ich mal ein bisschen leveln. Eventuell gegebenenfalls gegen irgendwelche Slimes oder so. 3-4 oder sowas, weil brauche ich mich nicht weiter. Also bis dann, Leute, bis dann.